Willkommen zur Videolösung der Aufgabe 2, Serie 9. In der Aufgabe geht es um einen starren Körper, der aus zwei Balken gemacht ist. Die beiden Balken haben die gleiche Länge L und sind aus einem Material mit homogener Dichte gemacht. Das heißt, der ganze starre Körper, an dem es in dieser Aufgabe geht, hat auch eine homogene Dichte. Ich habe auf der rechten Seite hier nochmal aufgezeichnet, wie das Ganze in 3D aussehen könnte. Also wir haben hier zwei Balken, die quer übereinander liegen. Und in 3D haben sie dann eben auch noch eine Querschnittsfläche, die ich hier A nenne. Und man kann sich die ganzen Balken dann jeweils in kleine Volumenelemente aufteilen, die das Volumen dv haben, die wir dann gleich in der Berechnung für das Trägheitsmoment in der Aufgabe A gebrauchen werden. Aber das Ganze ist fürs Erste erstmal nur, um sich die ganze Situation nochmal in 3D vorzustellen. Also in der Aufgabe A wird verlangt, dass wir das Trägheitsmoment von dem starren Körper berechnen. Und im Allgemeinen ist das Trägheitsmoment von einem starren Körper mit einer homogenen Dichte gegeben als die Dichte mal das Integral über das Volumen von dem ganzen Körper. Ich nenne das Volumen mal V total. Und integriert wird über den radialen Abstand von einem Volumenelement dv zu der Drehachse im Quadrat. Das heißt, dieses kleine r hier ist der radiale Abstand von dem Volumenelement dv zur Drehachse. Die wichtigen Variablen, die wir jetzt dann gleich in der Rechnung gebrauchen werden, habe ich dann auch nochmal oben in der Skizze eingezeichnet. Insbesondere diesen radialen Abstand. Und außerdem kann man hier sehen, dass ein Volumenelement, im Prinzip irgendein Volumenelement, das man von dem starren Körper nehmen würde, insbesondere durch diesen infinitesimalen Abstand dr und die Querschnittsfläche groß A ausgemacht ist. Das heißt, man kann schreiben, dass dieses Volumenelement einfach das Volumen ist, das innerhalb von einer kleinen Strecke dr über die Querschnittsfläche a ausgemacht ist. Also dv ist gleich dr mal a. Was wir bei der Berechnung von dem Integral dann letztendlich machen, ist, wir teilen den starren Körper in ganz viele solche kleine Volumenelemente dv ein und schauen dann für jedes Volumenelement, wie weit weg ist dieses Volumenelement von der Drehachse. Und dann summieren wir diese Werte einfach für alle von diesen Volumenelementen auf. Und wenn man so über das Integral nachdenkt, kann man auch sehr schnell sehen, dass die beiden Balken im Endeffekt genau den gleichen Beitrag zum Integral leisten. Das liegt daran, dass sie beide exakt gleich sind, die gleiche Länge haben, die gleiche Masse und eben auch gleich zentriert sind über der Drehachse. Und weil das Integral nur davon abhängt, wie die radialen Abstände sind, haben sie dann letztendlich genau den gleichen Beitrag. Das können wir dann benutzen, um das Integral zu schreiben als zweimal das Integral über einen einzelnen Balken. Mit der Parametrisierung von dv über dr, die wir hier oben rechts in der Skizze hingeschrieben haben, können wir das Integral dann in ein eindimensionales Wegintegral umrechnen. Und das lässt sich dann tatsächlich auch analytisch berechnen. Das heißt, wir schreiben erst ganz normal zwei Rho hin. Und in dem Integral ersetzen wir das dv durch a mal dr und in die Grenzen, die das vordere und das hintere Ende des Balkens beschreiben sollen, setzen wir dann minus l halbe und l halbe ein. Wir können das Integral dann ganz gewöhnlich, wie die schon bekannten Integrale, lösen. Das groß A können wir rausziehen, weil es eine Konstante ist. Dann haben wir nur noch das Integral über r² dr da stehen und das können wir dann im nächsten Schritt genau lösen. Die Aufleitung von r² ist 1/3 r hoch 3. Deswegen schreibe ich das hier in eckige Klammern rein und schreibe dann noch an die Grenzen jeweils l halbe und minus l halbe. Die setzen wir dann gleich, wie es bekannt ist, ein. Den Faktor 1/3 können wir auch aus der eckigen Klammer rausziehen. Und wenn wir dann jetzt die Grenzen einsetzen, dann bekommen wir zweimal den Term l hoch 3 durch 8, was sich dann aufsummiert zu l hoch 3 durch 4. Den Faktor durch 4 können wir rausziehen und mit den 2/3 verrechnet wird es dann zu 1/6. Das Rho mal a bleibt stehen und zuletzt haben wir noch einen l hoch 3 dort stehen. Wenn wir jetzt benutzen, dass das groß A mal der Länge l gleich dem Volumen von dem ganzen Balken ist und außerdem benutzen, dass die Dichte mal dem Volumen gleich der Masse von dem Balken ist, dann können wir das Rho und das a und 1 der l's aus dem Term rausziehen und mit der Masse m eintauschen und haben dann letztendlich 1/6 m mal l Quadrat als das endgültige Ergebnis. Im Aufgabenteil B betrachten wir jetzt eine Masse,
die über eine Rolle an dem starren Körper festgemacht ist und ohne Schlupf von der Rolle abrollt. Wenn die Masse beginnt, sich abzurollen, dann wird sie aufgrund der wirkenden Schwerkraft auf sie nach unten beschleunigt. Weil die Masse aber über das Seil mit dem starren Körper verbunden ist, ist die Beschleunigung letztendlich ein bisschen geringer als die Erdbeschleunigung g. Und das liegt letztendlich einfach daran, dass durch das Abrollen der Masse der starre Körper ebenfalls in Bewegung versetzt wird. Man kann das Ganze auch sehr gut über die Erhaltung der Energien beschreiben. In unserem Fall spielen bei uns drei Energieformen eine Rolle. Das ist zuerst die potenzielle Energie, die die Masse erhält, während sie abrollt. Dann die kinetische Energie, die die Masse hat, weil sie sich bewegt, während sie sich abrollt. Und zuletzt noch die Rotationsenergie, die der starre Körper hat, sobald er sich beginnt zu drehen. Weil wir ein abgeschlossenes System betrachten, in dem also weder Energie von außen zugeführt wird, noch Energie irgendwie aus dem System herausgeführt wird, bedeutet das einfach für die Energieerhaltung, dass die Summe dieser drei Energien, die vorkommen, zu allen Zeiten konstant sein muss. Also einfach die gesamte Energie in dem System darf sich nicht ändern. Das ist, was die Energieerhaltung aussagt. Das Ganze können wir dann nochmal explizit aufschreiben, indem wir uns ein spezifisches Koordinatensystem auswählen. In unserem Fall machen wir das, indem wir das Koordinatensystem genau auf die Höhe der Masse legen, die sie zur Zeit t gleich 0 hat, also zu der Zeit, zu der sie gerade anfängt, sich nach unten abzurollen. Und wir lassen die z-Richtung nach oben zeigen. Das heißt, die Höhe, um die sich die Masse zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerollt hat, ist einfach immer z von t. Und damit ist die potenzielle Energie, die die Masse zum Zeitpunkt t hat, mal g mal z von t. Und die kinetische Energie und die Rotationsenergie von dem System sind einfach gegeben durch die Geschwindigkeit der Masse v von t im Quadrat und der Winkelgeschwindigkeit des starren Körpers Omega von t im Quadrat. Und diese Konstante, die die Summe der Energien ergeben muss, ich nenne die mal c, die können wir bestimmen, indem wir diese Energiegleichung zu einem bestimmten Zeitpunkt auswerten, zu dem wir möglicherweise die verschiedenen Werte der Energien kennen. Und das tun wir nämlich zum Zeitpunkt t gleich 0. Dort ist nämlich per der Definition von unserem Koordinatensystem die Masse gerade auf der Höhe z gleich 0. Das heißt, z von t gleich 0 ist 0. Und analog dazu hat sich die Masse auch noch nicht bewegt. Sie hat noch keine Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich 0. Das heißt, ihre Geschwindigkeit v ist gleich 0. Und weil sich die Masse noch nicht bewegt hat, noch nicht nach unten abgerollt hat, hat sich der starre Körper auch noch nicht begonnen zu drehen. Das heißt, Omega von t gleich 0 ist auch 0. Und damit können wir einfach bestimmen, dass die Konstante gleich 0 sein muss. Das Gleiche können wir jetzt wieder zu dem Zeitpunkt aufstellen, zu dem die Masse um die Strecke s nach unten abgerollt ist. Ich nenne den Zeitpunkt mal ts. Und zwar ist dann z von ts gerade minus s. Und in der Gleichung hier ist Omega von ts das, was die Aufgabe letztendlich von uns verlangt, dass wir bestimmen sollen. Und das einzige andere, die einzige andere Variable in der Gleichung, die wir nicht kennen, ist dieses v von ts, also die Geschwindigkeit, die die Masse selber hat, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie um die Strecke s nach unten abgerollt ist. Und wenn wir dieses v von ts irgendwie bestimmen können, dann können wir das Ganze nach Omega von ts umstellen und haben letztendlich die Aufgabe gelöst. Den Betrag von v von ts können wir direkt aus dem Hinweis rausziehen. Und zwar bedeutet der Fakt, dass die Schnur sich ohne Schlupf von der Rolle abrollt, im Endeffekt nur, dass jeder Punkt des Seils auf der Rolle zu jedem Zeitpunkt genau die gleiche Geschwindigkeit hat wie die Masse selber, also die Geschwindigkeit v von t. Das heißt einfach, dass v von t im Endeffekt die Bahngeschwindigkeit des Seils auf der Rolle beschreibt. Und die Bahngeschwindigkeit hat einen direkten Zusammenhang zu der Winkelgeschwindigkeit, indem v von t gleich Omega von t mal dem Radius der Rolle klein r ist. Das setzen wir dann unten in die Energieerhaltungsgleichung ein für v von ts im Quadrat. Das wird dann klein r im Quadrat mal Omega von ts im Quadrat. Wenn wir das Ganze dann nochmal neu aufschreiben, erhalten wir dann das minus m mal g mal s plus 1/2 m mal r Quadrat mal Omega von ts im Quadrat plus 1/2 mal Trägheitsmoment mal Omega von ts im Quadrat gleich 0 sein muss.
dann vereinfachen wir das Ganze, indem wir die Vorfaktoren von dem Omega von der s im Quadrat zusammenziehen. Das heißt, wir kriegen hier eine Klammer von mr Quadrat plus Träger zum Moment i mal Omega von der s im Quadrat. Dann bringen wir das mrg mal s auf die andere Seite rüber und multiplizieren alles mit 2, sodass das mr Quadrat plus i auf der linken Seite stehen bleibt vor dem Omega von der s im Quadrat. Und zuletzt müssen wir dann nur noch durch das mr Quadrat plus i teilen und von dem Ganzen die Wurzel ziehen. Das heißt, letztendlich ist die Winkelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt, zu dem die Masse um die Strecke s nach unten abgerollt ist, gleich der Wurzel von 2 mal mrg mal s geteilt durch mr Quadrat plus das Rekursmoment i.